So, jetzt wird die fette Henne geputzt. Ich habe hier lauwarmes Wasser an und fummel mir immer so die kleinen Pitze ein bisschen ab. Gestaltet sich wirklich schwierig, also man muss wirklich ein bisschen so machen, ein bisschen dran reiben, dass alles wirklich abgeht. Dann habe ich eine extra Schüssel hier neben, wo ich das dann immer alles rein tue. Wir haben bestimmt jetzt schon über eine Stunde alles geputzt. Das sind jetzt hier die letzten Reste von den drei fetten Hennen, die wir gefunden und gesammelt haben. Das hier ist ein bisschen mehr ins Orange. Und hier haben wir ein bisschen mehr was Gelbes. Aber überall ist das ganze Schmutzige drin. Überall Schmutz und Sand und Dreck. So, ihr Lieben, und schwupps sind wir auch schon bei der Pfanne. Schon ein bisschen vorgebrutzelt worden. Ich mache jetzt mal noch die Lüftung an, nicht wundern. Hier sind jetzt nur Zwiebeln dran. Solche Würfel. Das ist jetzt eine Pfanne mit der fetten Henne. Und Maronenröhrlinge sind hier noch drinnen. Ah, der Autofokus will jetzt gerade nicht. Warum auch immer. Jetzt, oder? Ja, jetzt haben wir es wieder. Also es sieht sehr lecker aus. Es riecht ja halt ein bisschen pilzig, mild. Es soll ein bisschen nach Vanille angeblich schmecken. Manche machen noch Zucker in die Pfanne mit rein. Wir machen nur ein bisschen Pfeffersalz, ein Klacks Butter. Und eben die glasig gewordenen Zwiebeln hier. Das sind jetzt ungefähr zwei große fette Hennen. Die letzte wird gerade noch gewaschen. Und ja, wir sind sehr gespannt, wie das Ganze dann schmecken wird. Absolute Premiere. Danke fürs Schauen, ihr Lieben.